Die Frage ist, wer die Funktion ausübt. Ja, das ist dann leider nicht auszuvermeiden. Zu vermeiden. Aber also wir trotzdem noch ein bisschen mehr in die Mitte. Ja. Schwerfeld, aber... Sie können dann Ton hinterlegen beim Drücken. Ja, ich freue mich, dass wir heute das System mobile Retter im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Betrieb nehmen können. Das verstärkt die Möglichkeit, den Menschen, die akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, denen vor Ort zu helfen. Die mobilen Retter sind schneller als der Krankenwagen vor Ort und werden sicherlich gute Hilfe leisten können. Kein Ersatz für den normalen Rettungsdienst, sondern eine wertvolle Ergänzung. Ganz genau, der normale Rettungsdienst hat eine Hilfsfrist von 10 Minuten. Das kann auch länger dauern, wenn die Fahrzeuge im Einsatz sind. Und mobile Retter können, haben wir eben gelernt, in 4 Minuten vor Ort sein und können schon wirksame Hilfe leisten. Und das ist der entscheidende Zeitraum, wo es um Leben und Tod geht. Genau. Die mobilen Retter sind eine wertvolle Ergänzung für unseren Kreis. Dadurch, dass sie so schnell vor Ort sein können, können die meine Mitarbeiter an der Leitstelle von der Telefonreanimation entlasten. Das ist ein nicht zu schätzender Vorteil, den wir jetzt haben mit der Kürze der Zeit, wo dann ein Helfer vor Ort sein kann, wenn er dann direkt in der Nachbarschaft da ist. Sie hatten angesprochen, wir haben eine sehr lange Grenze zu NRW. Das heißt, die ist auch eine Verwaltungsgrenze und je nach Funkzelle erwischt man dann eigentlich die Leitstelle in Meschede. Die sind aber auch mit den mobilen Rettern ausgerüstet. Genau, auch der Hochsauerlandkreis hat die mobilen Retter und hat auch genau das gleiche Einsatzleitsystem, wie wir haben, wie wir jetzt im Waldeck-Frankenberg haben. Hier können wir grenzübergreifend hundertprozentig zusammenarbeiten, ohne irgendwelchen Bruch. Das ist schon mal ein großer Vorteil, ne? Richtig, deshalb haben wir auch die mobile App, mobile Retter genommen. Es gibt auch viele andere Apps, die für die Ersthelferalarmierung möglich sind. Wir nehmen die mobile Retter, weil es im Hochsauerlandkreis genau die gleiche App auch ist. Das heißt, ein mobiler Retter aus Waldeck-Frankenberg kann durchaus ganz schnell den Hallenberg helfen und der Medebacher. Genau, wenn der Hallenberger gerade unterwegs ist, in Allendorf einkaufen oder andersrum und dann tritt der Notfall ein, wird der alarmiert. Bitte. Genau. Also wir vom mobilen Retterverein haben dieses Jahr 10-jähriges Vereinsjubiläum und sind seit 11 Jahren oder vor 11 Jahren ist das ganze System in Gütersloh entstanden vom Professor Dr. Ralf Stroop, der genau die Situation erlebt hat, die eben beschrieben wurde. Er hat das Blaulicht gesehen und hat so erst mitbekommen, dass seine Nachbarin reanimiert wurde und hat gedacht, okay, hätte ich das gewusst, ich wäre sofort dahin gelaufen und hätte unterstützt. Und wir als Verein Mobile Retter e.V. stellen gar nicht die Technik, das ist nochmal ein dritter Technologieanbieter, die Imagineering, sondern wir unterstützen die Regionen dabei, das System so schnell wie möglich und vor allem so nachhaltig wie möglich am Laufen zu bleiben, dass auch noch in 2, in 5 und in 8 Jahren mobile Retter weiter mitlaufen können und weiter aktiv sind in den Regionen.